Ja, also Herr Freund, Sie waren ja über 40 Jahre im Journalismus tätig. Wir seit 3 Jahren circa. Was raten Sie uns denn? Ja, weiter so. Sonst kommen Sie nicht auf 40. Also ich glaube, die Voraussetzungen, die ich gehabt habe und die Sie haben, sind so völlig unterschiedlich, dass ich Ihnen wahrscheinlich wenig Ratschläge geben kann, außer der Ratschlag, der immer stimmt wahrscheinlich, Augen, Ohren offen halten, immer interessiert sein, immer vor allem auch mit Selbstbewusstsein auftreten, das ist ganz wichtig, wo erhobenen Hauptes durch das Parlament durchgehen, damit da niemand aufhält. Also so bin ich jedenfalls hineingegangen. Und darauf haben die immer gedacht, dass ich dazugehöre, schon damals. Jetzt meine ich aber nicht das Europäische Parlament, sondern das Österreichische. Und ja, vieles hinterfragen. Also ich glaube, nichts für bare Münze nehmen. Und in letzter Zeit füge ich auch noch hinzu, nichts glauben, was in der Zeitung steht. Hat sich das Verhältnis zum Journalismus bzw. zur Presse für Sie geändert? Sie waren ja jahrelang im Journalismus tätig und sind jetzt eigentlich auf der ganz anderen Seite. Hat sich das Verhältnis geändert? Naja, ich habe früher auch für die Zeitungen Beiträge geschrieben, neben der Tätigkeit für den ORF. Und das mache ich jetzt derzeit nicht. Ich sage nicht mehr, aber so sage ich derzeit nicht. Also das hat sich insofern geändert. Aber natürlich hat sich auch das Verhältnis zu den Journalisten geändert, einfach durch den Wahlkampf und durch die vielen Berichte, die über mich erschienen sind, von denen nicht alles gestimmt hat, was dann entstanden ist. Sind Sie da ein bisschen enttäuscht von den Kollegen? Oder ja, ich bin nicht enttäuscht, ich bin enttäuscht von der Zunft. Also, ich muss sagen, dass... pass auf, jetzt geht's gleich runter. So, ich bin ja ein alter Liftfahrer. Nein, ich will ja nicht über die Medien jetzt schimpfen. Es war überraschend, sagen wir mal so. Um jetzt wieder zurückzukommen in den Journalismus, was war in Ihrer Journalistenkarriere der bewegendste Moment oder der wichtigste Moment? Da hat es schon einige gegeben, aber wenn Sie nach den bewegendsten fragen, dann war es sicher der Augenblick, wo ich am 8. November auf der Ecke, 8. November 1989 in Berlin vor einer geschlossenen Mauer gestanden bin, die dann innerhalb von 3-4 Stunden Stück für Stück geöffnet worden ist und wo dann hunderte Leute nach und nach über diese Grenze in den Freien Westen gelaufen sind, zum ersten Mal, je nachdem wie alt sie waren, also zum ersten Mal seit 61 oder zum ersten Mal seit sie halt erwachsen waren. Und das war schon, ich glaube, da sind uns vielen die Tränen gekommen. Wenn Sie nach der Persönlichkeit fragen, die mich am meisten fasziniert hat, dann sage ich, es war der Mörder, der zum Gefängnisdirektor geworden ist in San Francisco. Ein damals mit 40er, der seinen Vater umgebracht hat, dass er dafür ins Gefängnis gekommen ist und sich dann mit Hilfe seines Sozialarbeiters, ich glaube, der Lift ist jetzt angekommen im obersten Stock, der dann mit Hilfe eines Sozialarbeiters sich so weit aus diesem Sumpf wieder herausgezogen hat, dass er dann später Gefängnisdirektor geworden ist. Und das hat mir sehr viel Achtung gebracht. Also neben all den Staatsmännern, die man natürlich trifft im Laufe der Zeit, noch dazu, wenn man im außenpolitischen Journalismus tätig ist. Aber der hat nichts damit zu tun gehabt und der hat am meisten tun. Wir fahren ja jetzt gerade auf den wirklich wortwörtlichen Mediengipfel rauf. Am Abend werden Sie da hier einerseits Ihre Kollegen vom EU-Parlament treffen, andererseits die Ex-Kollegen vom Journalismus. Wie ändert sich der Umgang? Ist man da auf einmal wieder per Sie oder ist man da wieder drin? Also ich glaube, ich war bis jetzt auch nur mit denen per Sie, mit denen ich immer per Sie war. Ja. Muss man aufpassen, per Sie und per Sie ist ja ganz interessant. Und mit denen, per Du, mit denen ich weiterhin per Du bin, solange es mir nicht entziehen.
Also da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Also vom jetzt wird es ordentlich finster. Achso, wir können, ja. Sollen wir bleiben und fahren wir runter? Oder müssen wir umsteigen? Schauen wir, wir sind schon da. Ausstellen. Endstation, ausstellen. Wir fahren wieder mit runter. Ja. Fahren wir wieder runter. Läuft. Achso, okay, ja, Herr Freund. Das war's. War schon. Willst du nichts mehr sagen? Nein, Sie fragen, ich antworte. Alles klar. Sie sind ja jetzt im EU-Parlament und vollkommen neue Erfahrungen, die Sie da machen. Wie geht's Ihnen damit? Wie ist die neue Welt? Hallo, ich müsste ein bisschen leiser sein. Ja, weil ist der Thema so sonst. Naja, ich finde es hochinteressant, ich finde es spannend. Ich finde, dass man der kurzen Zeit, in der ich jetzt dort bin, so viele neue Erfahrungen macht, dass man, ich glaube, ich muss lauter reden, sonst wird man nichts hören. Also, ich fange jetzt noch einmal an. Also, ich habe in diesen paar Monaten, die ich jetzt dort bin, so viele neue Erfahrungen gemacht. Ich finde es so hochinteressant. Es sind Dinge, die ich nicht erwartet habe. Es ist auch sehr umfangreich. Man ist in sehr vielen Ausschüssen oft gleichzeitig, also man geht wirklich eine halbe Stunde in den einen und eine halbe Stunde in den anderen, dass man wenigstens ein bisschen was mitkriegt von zwei unterschiedlichen Themenbereichen, die gerade behandelt werden. Das erklärt auch ein bisschen, warum im Parlament oft wenig Leute sitzen, also im Parlament, im eigentlichen Parlament. Und ich kann nur sagen, mein großer Nachteil ist, dass wir im Europäischen Parlament nicht Telefone herstellen, ja, die wir dann herzeigen können und sagen, das haben wir jetzt gemacht. Ja. Aber was wir versuchen zu tun, ist, dass wir die Voraussetzungen schaffen in Europa, damit wieder, ja, ich sage jetzt nicht gerade Telefone hergestellt werden, weil die hat es, glaube ich, vorher auch nicht gegeben, aber dass wieder Produkte hergestellt werden können, die die Leute brauchen und die auch hergestellt werden. Ja, weil das ist etwas, was in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist. Wir wissen, wohin das ganze Geld gegangen ist. Und jetzt wird halt versucht, auch mit diesem 300-Milliarden-Programm vom Kommissionspräsidenten oder von der Kommission oder von der EU insgesamt, Europa wieder Schwung zu verleihen. Finden Sie, dass Ihre Arbeit zu wenig anerkannt wird? Naja, nicht meine Arbeit wird zu wenig anerkannt. Es wird insgesamt die Tätigkeit des Europäischen Parlaments jetzt für die Zuseher unter Ihnen, die nicht wissen, warum ich jetzt so reagiert habe, der Lift hat sich jetzt so ein bisschen nach unten bewegt. Aber er hängt Gott sei Dank immer noch am Seil. Das ist der große Vorteil. Und also, dass insgesamt die Arbeit, die in Brüssel gemacht wird, nicht in dem Maß wahrgenommen wird, wie sie bedeutend ist. Ich würde nicht einmal sagen, wie es notwendig wäre, sondern es ist einfach durch die Tatsache, dass 80% aller Gesetze, die im österreichischen Parlament behandelt werden, dass die aus Brüssel kommen, zeigt schon, welche Bedeutung das Europäische Parlament in Wirklichkeit hat. Gehen wir davon aus, Sie könnten wieder als Journalist arbeiten. Würden Sie noch was anderes machen? Würde ich was anderes machen? Nein, ich habe mir, glaube ich, keine Vorwürfe zu machen für die Tätigkeit, die ich gemacht habe. Ich habe immer versucht, den Kern der Problematik herauszuarbeiten, wenn ich irgendwo war. Nein, ich habe einfach so viele schöne Dinge auch miterlebt. Also ich kann nur hoffen, dass Sie, wenn Sie dann groß und stark sind, dass Sie dann auch so tolle Sachen wie Fall des Eisernen Vorhangs, Wahlkampf in den USA, ich meine, sowas wird es Gott sei Dank immer geben, aber dass Sie diese Dinge auch miterleben können. Dass man nach Alaska geschickt wird, wenn dort ein Öltanker auf Grund läuft und solche Sachen, das ist ja heutzutage, wird das über Agenturbildern erledigt, ja, und außer du sagst, du fährst ums eigene Geld dorthin, glaube ich, gibt es kaum eine Chance, dass man das macht. Glauben Sie, dass es wir in der heutigen Zeit schwieriger haben als Sie damals? Naja, einerseits, andererseits. Ja. Also Einstieg, ja, weiß ich nicht. Ich meine, es hat all diese Möglichkeiten, die es jetzt gibt, damals zu meiner Zeit nicht gegeben. Ja. Also alles, was mit Internet zusammenhängt, diesen ganzen digitalen Welt, das hat es alles nicht gegeben. Du hast damals zu einer Zeitung gehen können, hast zum Fernsehen gehen können oder halt vielleicht in eine Werbeagentur. Aber du hast heute so viel mehr Möglichkeiten, als freier Journalist tätig zu sein,
immer unter der Voraussetzung, dass du dir einen Namen machst. Ja, weil es nutzt nichts, wenn du auf deiner Seite irgendetwas aufdeckst, wenn das nur 17 Leute lesen werden. Bevor wir jetzt ankommen, haben Sie den letzten gut gemeinten Rat für uns? Nein, außer dem, den ich ganz am Anfang gegeben habe, der hat sich in den letzten 20 Minuten nicht geändert, der Ratschlag. Also Augen und Ohren auf und bei der Wahrheit bleiben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, jetzt kriegen wir sogar noch ein Licht. So, und Achtung. Ja.